So, jetzt spielen die Bären und ich eine Zweierpartie Dragon Castle. Ist aufgebaut mit einem Zwei-Personen-Brett und zu Beginn des Spiels nimmt man sich noch eine Karte von hier und eine Karte von hier. Die restlichen Karten kommen weg. Und dann haben wir eine Drachenkarte, die gibt uns am Ende nochmal extra Siegpunkte für gewisse Konstellationen. In diesem Fall bekommen wir einen Siegpunkt für jedes Gebäude, was am Rand ist bei uns und mindestens auf einem Stein sitzt. Und wir haben eine Zusatzaktion gewonnen, wenn wir die Geister rufen. In unserem Fall heißt es, vor oder nach oder während unseres Zuges können wir einen Stein von uns ablegen, der auf unserem Brett liegt. Dann können wir die Aktion aktivieren und können einen Stein hier einfach entfernen. Das kann man also benutzen, um an einen Stein zu kommen, der weiter hinten liegt und man möchte vielleicht hier rankommen an den Stein. Genau. Ansonsten spielen wir jetzt die ganz normalen Regeln und sagen dabei, wie das funktioniert, weil man kann es auch wunderbar während des Spiels erklären. Wenn ich am Zug bin, nehme ich mir üblicherweise ein oder zwei Steine. Wenn es geht, sogar zwei. Einen muss ich immer von der obersten Ebene nehmen. Und wenn ich einen genau passenden Stein finde, da in einer der unteren oder auch in der oberen Ebene, wo ich dran darf, dann darf ich mit zwei nehmen. Dran darf heißt, die Längsseite muss offen sein und ja, es darf kein Stein davor liegen. Dann gucken wir mal, kann ich zwei Steine nehmen? Ich nehme den einen von hier oben und ich nehme dann den zweiten Stein von einer unteren Ebene. Der muss genau gleich sein. Und damit habe ich die erste Aktion erklärt, zwei Steine nehmen. Die darf ich dann beliebig hier verbauen. Ja, ich setze die jetzt einfach mal in meinem Fall so ein. Achso, wir starten übrigens auch beide mit einer Hütte. Das habe ich noch nicht gemacht, die fehlt nämlich. Die zweite Möglichkeit, die ich machen kann, ist, wenn ich keine passenden Steine finde. Ich darf mir einen Stein aus der oberen Ebene nehmen. Und statt dass ich jetzt einen Partnerstein aus einer unteren Ebene nehme, was ich könnte, könnte ich mir sozusagen ein Pavillon, ein Dach nehmen. Oder aber ich lege den Stein raus und der ist komplett aus dem Spiel und ich kriege dafür einen Siegpunkt. Das macht Sinn, wenn ich Steine rausnehme, die Bernheit bräuchte. Genau, aber ich nehme, bleib bei meinen zwei Steinen. Und die nächste Grundregel würde dann passieren, sobald mindestens vier Steine der gleichen Art zusammenkommen. Dafür muss der Stein nicht exakt gleich sein, aber zum Beispiel vier Schwerter, vier Bambus, vier Drachen, vier Elemente, dann passiert was. Das zeigen wir euch dann, wenn es passiert. Du nimmst einen Stein und ein Dach. Dächer sind schon wichtig. Fünf Stück. Okay, sobald das passiert, wird gewertet und zwar die Bernheit 5 gleiche, das sind drei Siegpunkte. Dann darf sie die alle umdrehen und ab jetzt kann sie da auch wieder Steine drauflegen. Und wenn man diese Steine umdreht, darf man genau ein Dach platzieren, es sei denn, es waren Elemente, dann darf man zwei Dächer drauflegen. Oder es waren Drachen, dann darf man zwei Dächer drauflegen und bekommt noch einen Siegpunkt. Und am Ende des Spiels ist ein Dach so viel Siegpunkte wert, wie hoch es ist. Auf Feld 1 jetzt bei der Bernheit in dem Fall ein Siegpunkt plus den Zusatzsiegpunkt, weil sie am Rand ist. Auf Feld 2 zwei Siegpunkte und alles ab Höhe 3 zählt dann drei Siegpunkte. Gut. So, dann platziere ich einen roten und mit dem sind jetzt verbunden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 9 Siegpunkte. Dann darf ich die alle umdrehen und darf ein Dach drauf platzieren.
Warum habe ich das gemacht? Damit ich jetzt möglichst eine Grundlinie habe, um höher zu bauen. Natürlich außen hin, weil da bringt es ja einen Siegpunkt mehr. Ich bin. Auch jetzt angebrochen ist, ist die unterste Ebene. Wenn die unterste Ebene anbricht, darf man statt einen der drei Züge zu machen, den Drachen versuchen zu wecken. Dann nimmt man sich das Plättchen, das sind zwei Siegpunkte. Und dann, sobald das Plättchen hier genommen ist und das Ausrufezeichen kommt, ist man nur noch bis zum Startspieler dran. Und dann endet das Spiel. Also man kann auch das Spiel versuchen zu beschleunigen, wenn man denkt, dass die Siegpunkte, die man hatte, reichen und dem Gegner nichts mehr schenken möchte. Sozusagen beende ich das Spiel bis zum Spieler vorm Startspieler, das ist die Bernadette. Das hättest du gar nicht machen müssen. Doch, dann kann ich ja danach nochmal einen Zug machen. Achso, nee, Quatsch, das ist ja sozusagen mein Zug. Ja, das soll jetzt die Drachen. Ich den einen halt nicht mehr dran, ne? Das ist doof. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 50 Punkte immerhin. Und weil es ein Drache ist, kriegst du einen mehr. Also 6. Und darfst zwei Häuschen platzieren. Genau, dann wäre ich der Startspieler. Ich komme nicht nochmal an die Reihe. Und dann gibt es die Endwertung. Das heißt, jetzt kriegen wir noch Siegpunkte. Für jedes eine Haus einen Punkt. Und die, die am Rand sind, bringen uns noch einen Sonderpunkt. Das sind bei mir 2, 3, 4, 5, 6, 5. Bei mir sind es 10. Was hast du denn jetzt gewertet? Alle? Die Einser. Also 5. 7 oder nicht? Ach so. Ja, ich habe mir schon die Sonderpunkte gegeben. Egal. Ja, die 5. Dann die Zweiertürme habe ich keinen. 2, 4, 6. Und dann die Dreiertürme habe ich 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Und dann die Sonderpunkte für die, die außen liegen, einen extra. 3, 4. Genau. Und dann, wer die meisten Siegpunkte hat, der gewinnt. Gucken wir mal, was wir haben. Hast du gewonnen? Zu wie viel? 40. Oh, das war aber ganz, ganz knapp eigentlich. Genau, das sind die Spiele. Hast du deine Tipppunkte von denen? Oh, nee, die habe ich noch nicht. 51. Hm. Genau, das sind die Spielregeln von Dragon Castle. Wie ihr seht, ein sehr einfaches Spiel. Eigentlich durch die Karten wird es ein bisschen komplexer. Und ja, das Spiel-Layout hier sieht immer anders aus, je nachdem, mit welchen Personen man spielt. Und wenn man es öfter mal gespielt hat, darf man hier auch was ganz Eigenes bauen. Dann muss man sich nicht an die Vorgabe halten. Man sieht, hier ist so eine Vorgabe drunter, die einem sagt, Dreiertürme, Zweiertürme, Einertürm. Man kann aber beliebig viele andere Versionen davon machen. In der Anleitung sind sogar Vorschläge dafür. Das waren im Prinzip alle wichtigen Regeln zu Dragon Castle.